einen neuen Helm habe ich mir heuer auch gegönnt. Ihr wisst die 4-Jahres-Regel. Länger sollte man einen Helm nicht fahren und ich bin Are treu geblieben. Ich habe zwar ziemlich alles durchprobiert, was sonst noch zur Verfügung stand, aber die Ares passen mir mit Abstand am besten. Ihr werdet euch vielleicht wundern, warum ich einen Modern Grey, einen grauen, einen mausgrauen Helm genommen habe. Das liegt daran, dass ich doch sehr viele unterschiedliche Vespas und Motorräder fahre und mich da farblich nicht irgendwie exponieren wollte. Ist es der Are SZR, ein Jet-Helm mit einem Visier, das über das ganze Gesicht drüber geht, sodass ich auch bei Regen zum Beispiel ohne Probleme fahren kann. Ein Helm mit wirklich hervorragender Passform, Doppel-D-Ring, Verschluss, passt alles super. Man sieht, dass der Helm etwas weiter vorgezogen ist im Wangenbereich für ein wenig mehr Sicherheit. Er hat die typische runde Form von Are, die nach Untersuchungen bei Unfällen, die hoffentlich nicht vorkommen, das beste Abrollverhalten mit sich bringt. Vor allem verhakt man sich nirgends. Was man an diesem Helm auch sieht, das sind Anbauteile. Das ist ein Spoiler im hinteren Bereich und wenn der Helm mit Visier komplett zu ist, liegt er auch bei höheren Geschwindigkeiten wirklich hervorragend im Airflow. Im Falle eines Falles kann ich das Visier komplett zumachen, was erstens einmal die Lautstärke auf das Niveau eines Vollvisierhelms runterbringt. Regen, überhaupt kein Problem, die Scheibe beschlagt nicht. Ich bin 4 Tage in Italien bei strömendem Regen gefahren, überhaupt kein Problem. Und der wirkliche Witz an dem Helm sind die Belüftungsklappen im oberen Bereich. Der Helm ist super belüftbar, so dass man wirklich am Kopf das Gefühl hat, dass eine Meeresbrise die Kopfhaut streicht. Der ist ja wirklich einen super Airflow innerhalb des Helms erlaubt und ihn auch im Sommer zu einem sehr, sehr angenehmen Jethelm macht.